Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder mit Captain Forke hier in der Scheune. Wir möchten wieder ein paar Schweine umballern. Und While you're out there, was hält try and der locate that power Freund für box. uns bereit? The electric fence should be up and running now. Oh, der Check it out. elektrische Zaun ist schon soweit. Der elektrische Zaun soll funktionieren. Waffe aufladen und los geht's. Ja, den elektrischen Zaun, den starten wir hier. Das kommt schon, ihr blöden Stahlschweine. Ja, man hört es auch. Die wollen nicht so gerne umfallen. Ja, hat es doch gesehen. Ich habe gerade überlegt, ob ich mir erst eine Granate hole. Ja. Sehen auf jeden Fall sehr lustig aus. Und das hier, das waren mal Schweine. Nur noch ein Haufen Ascheklumpen ist davon übrig geblieben. Alle habt. I hope you remember to use that electric fence. Das werden wir nicht Hope you vergessen. zapped him good. Die haben wir richtig gut gesäbt. Aber sowas von gesäbt haben wir die. Die nächste Pumpe ist für uns bereitgestellt worden. Here's a secret for you. Try shooting a pig part up in the air and keep it up there. You might see something special. Ah ja, Schweineteile in die Luft schießen und versuchen dort zu behalten. Dann sehen wir etwas Besonderes. Ja, das werden wir gleich mal versuchen, wenn wir dann soweit sind. Knochen, Schweine. Schnell mal kaputt hauen. Da ist schon das Erste. Ja, wo haben wir denn noch mehr? Bist du gerade aus der Wand gekommen? Wie gemein bist du denn? 10 Stück von den Viechern sind hier irgendwo. Er muss mich langsam mal fast schon heilen. Das waren sie. Und jetzt gucken wir doch mal, was passiert. Hallo, wir wollen Schweineteile in die Luft schießen. Aber irgendwie, dass die sich schon mal nicht ganz so gut hochschießen. Hey, wir haben es geschafft. Und ein wunderschönes Feuerwerk erschaffen. Ah, 7 Mal hat schon gereicht. Das ist in Ordnung. Ah, nee, ich stelle mich dann doch lieber erstmal nochmal an die Pumpe hier. Ich weiß mich nicht, ob wir das nächste Level sofort voll geheilt beginnen würden. Ich würde jetzt aber erstmal nicht drauf schwören. You got your tomorrow's a day you're not gonna wanna miss. And I think it might be a good day to use that grinder. Naja, gucken wir mal, ob wir den morgigen Tag nicht verpassen möchten. Und wir haben eine neue Waffe freigeschaltet. Well, I guess you deserve this. I put explosive ammo in all the weapons today. It's time for some revenge. Rambo-Style. Wow, im Rambo-Style bekommen wir Explosivmunition in unsere Waffe gesteckt. Wie sich das lohnt und ob sich das lohnt, das sehen wir gleich. Erstmal hier wieder den Zaun anschalten. Das sieht gut aus. Ich würde sagen, da rotzen wir doch direkt mal so los. Ja, also viel sehen tun wir jetzt gerade hier nicht. Ich will behaupten, läuft doch.
Komm schon. 3 Gegner noch. 1. 2. Das waren sie. Oh, eine Sau haben wir sogar verbrannt. Ja, 7-mal war bis jetzt unser Rekord. Kriegen wir den jetzt getoppt? Oh, nochmal 7-mal. Passt schon. Das war amüsant. It's days like these that I can almost forget about this pitchfork in my gut. Ja, doch, das gibt mir genauso gehen. Es gibt dann Tage, da vergisst man, dass einem eine Forke im Bauch steckt. Wer kennt das nicht? Ja, und das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Spiele-Quickie. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Blood and Bacon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir das ruhig in den Kommentaren da. Abonniert mich gerne kostenlos und nichts mehr verpassen auf Facebook und YouTube und natürlich auch bei Twitter. Ich sag wie gewohnt, bis dahin und tschüss.